Upgrade mit Tino und Basti. Allora und herzlich willkommen. Buongiorno. Allora, ja, ihr werdet euch sicher denken, warum wir sind so komisch. Weil wir sind der Superstar von dem Nintendo Club und heute suchen wir die Prinzessin in die Computer. Natürlich. Gut, zurück zur Ernsthaftigkeit. Wir haben etwas zu feiern. Olé, was haben wir denn zu feiern? Nicht, dass wir beide einen Oberlippenbart tragen, sondern 5 Jahre Digital Upgrade. Cinque anni für die Italiener unter euch. Hallo. Ja, wir haben 2006 haben wir angefangen zur CeBIT mit diesem ganzen Quatsch hier. Und jetzt haben wir uns gedacht, setzen wir uns mal ein bisschen hin, verkleiden uns komisch. Wir haben eigentlich nur eine Ausrede gesucht, uns zu verkleiden. Und da kamen uns die 5 Jahre Digital Upgrade natürlich gerade recht. Und ja, jetzt sitzen wir da, haben Handschuhe an, mit denen man kein iPhone bedienen kann. Auch keine Touchscreens. Und das Schlimmste an der Sache ist, dass wir dazu Oberlippenbärte gebraucht haben. Das war die größte Überwindung. Also das ist ein bisschen im Gesicht. Ja, und jetzt sitzen wir hier und jetzt haben wir uns gedacht, wir erzählen euch jetzt mal ein bisschen, wie das, falls ihr es nicht wisst, wie wir überhaupt dazu gekommen sind, was so alles war. Wir schauen uns mal so ein bisschen, wir haben uns da nicht drauf vorbereitet, wir schauen uns mal so ein bisschen alte Sendungen an. Und es könnte ziemlich unangenehm werden. Ja, ja, 2006, also wir haben ja, es ist ja nicht so, als hätten wir 2006 gesagt, kurz so im April, so, das machen wir jetzt und dann am nächsten Tag war die Sendung draußen, sondern das fing ja schon früher an irgendwie. Ja, es war so, dass wir wohl im Dezember, ich glaube so eher so Dezember im 2005, haben wir mal kurz drüber geredet. Basti war zu der Zeit schon wahnsinnig Mac-affin und ich war noch ein Windows jünger und mir hat es aber ganz gut gefallen, was der Basti gemacht hat. Und dann habe ich zum ersten Mal in meinem Leben das Wort Podcast gehört und habe mich erstmal gefragt, was es ist. Und irgendwann habe ich dann verstanden, dass es kostenloser Content ist und man da tatsächlich auch das ein oder andere Nützliche lernen kann. Wir waren da beide, wir hatten uns, glaube ich, gerade erst kennengelernt. 2005 haben wir uns, glaube ich. Ja, im Oktober haben wir uns. Im Oktober. Erste Mestüte. Genau, da haben wir uns beide eingeschrieben in Augsburg. Auf der Uni zum großartigen Informatikstudium, das wir inzwischen beide nicht mehr aus verschiedenen Gründen weiterverfolgen. Und genau, da hatten wir uns da kennengelernt und das. Und die Klempnerei ist halt auch, ja, das ist halt was Ehrliches, ehrliche Arbeit. Verbunden, sag ich jetzt mal. Genau, und ja, und dann haben wir so ein bisschen selber, ich habe da auch noch nicht so lange Podcasts konsumiert damals und damals haben wir zum Beispiel ganz viel DLTV, wie hieß das denn? Digital Life TV? Mit Patrick Norton und. Ah ja. Weiß ich nicht. Ich weiß nur, was wir sehr oft angeschaut haben, waren die Photoshop-Guys. Die waren super gut. Die gab es damals noch. Sehr gut. Lässt du bitte unsere Inneneinrichtung stehen? Der hat deine Mustache. Hast du schon? Entschuldigung. Genau. Photoshop-Guys und DLTV waren so Sendungen, die haben halt Wissen vermittelt und es war halt eine Videosendung und ich hatte tatsächlich vorher schon im Audio gepodcastet, beim Maccast immer mal wieder. Ja. Das kann schon sein, ja. Und auf jeden Fall hat uns das irgendwie beide fasziniert und wir wollten das beide irgendwie machen. Und ich glaube, wir saßen da im Mr. Onions in Augsburg mal mit so ein paar Kommilitonen, die dann uns ausgelacht haben, dass wir das ja eh nicht machen würden. Und ja, genau, den haben wir es endlich gezeigt. So ist es. Ja. Der also mit Uli und mit Jens. Heute haben sie beide keine Haare mehr. Und wir haben sogar welche in der Oberlippe. Yeah. Genau, und ja, so fing das an, glaube ich. Ja, das passt ganz gut eigentlich. Ja, und wir haben uns natürlich dann ein Thema gesucht, mit dem wir gut einsteigen können. Wir haben da auch einfach das breiteste Thema genommen, das wir finden konnten. Genau. Sind dann hochgefahren nach Hannover. Ja, vorher, wir hatten ja das Problem, dass wir hatten ja nichts. Nee, wir hatten nichts. Wir hatten ja gar nichts. Noch nicht mal Bananen am Kart. Ich hab dann damals irgendwie für knapp 200 Euro oder so sind die billigste DV. War das nicht noch D-Mark? Die billigste DV-Kamera gekauft, die wir so finden konnten. Und ja, sie war in jeder Hinsicht die billigste DV-Kamera, die man so finden konnte. Aber sie hat einen großen Vorteil gehabt gegenüber Fotokameras. Sie hat ein bewegliches Bild transportiert. Richtig. Und man konnte es tatsächlich auch aufnehmen. Genau, und dann haben wir gesagt, die CeBIT kommt uns gerade recht und sind dann da hochgefahren. Haben uns dann von deinem Musiker-Onkel ein Gesänger-Mikrofon ausgeliehen und haben einfach so einen, wie nennt man diese Dinger, die man drauf hat, so einen Windfänger, also so ein, eigentlich sind Windfänger, war aber. Der, war, ja, den Schaum, so ein Schaum, ja. Stimmt, den haben wir, das war noch der erste. Ja, oh ja, da haben wir noch
mit dem Bügeleisen haben wir den noch bedruckt. So eine T-Shirt-Folie haben wir genommen, haben sie da drauf gemacht und haben sie dann gebügelt. Ich hatte zum Glück so einen Zehner, die gab es nur im Zehnerpack, diese Windeier, ja. Ich weiß gar nicht, wie sie heißen. Und dann, vielen Farben auch noch. Ja, und dann habe ich den ersten drauf gebügelt und also als Pro-Tipp, wenn ihr sowas mal machen wollt, wenn ihr das Bügeleisen auf volle Kanne stellt und das drauf bügelt, dann endet dieser Windschutz, der wird dann so einer kleinen klebrigen Kugel und das meiste davon ist, wenn ihr kein Butterbrotpapier dazwischen gelegt habt, was ich gemacht habe, dann würde das alles am Bügeleisen kleben. Also mit ein bisschen weniger Hitze ist dann auf jeden Fall vorzugehen. Was, wenn du mal auf die zweite Kamera schaltest, Andi? Kamera ist da jemand abgeschnitten? Unten rechts ist so ein Kamera 2-Knopf. Oh, ist ja super! Das schaut mal an. Ja, super. Besser hätte nicht sein können. Also nur, wenn wir nach dem Rechner sehen, kannst du auf die große machen, weil da sieht man auch unsere goldenen Knöpfe schöner. Genau. Ja, dann sind wir da hingefahren. Ja. Und dann haben wir uns unglaublich blamiert. Nein, das stimmt gar nicht. Das war eigentlich ganz geil. Hatten wir da jemanden dabei? War da der Dennis dabei oder der Jan? Wer war nee, im ersten Jahr hatten wir niemanden. Weiß ich gar nicht mehr. Im ersten Jahr hatten wir niemanden dabei, da bin ich mir sicher. Da hatten wir auch kein MacBook, kein iMac dabei. Den hatten wir im zweiten Jahr dabei. Ja, verdammt, das war gut. Ja. Gut, zu spät. Keine Spoiler hier, genau. Ja, genau. Ja, wenn ihr euch mal fragt, jetzt können wir mal auf die andere. Falls der ein oder andere wird sich gedacht haben, Mensch, das gibt es ja schon so lange. Und da gibt es ja mit Sicherheit auch die Wayback Machine, die uns ein bisschen zeigt, was sich in der Vergangenheit da so getan hat. Ja, ist nicht so schlimm. Was passiert? Macht uns nicht groß und klein. Genau. So, es gibt hier. Wer das nicht kennt, es gibt das webarchive.org und da kann man sehen, was auf Webseiten, die voll cool sind, so wie unsere, sich so getan hat in der Zeit. Und um mal herauszufinden, der erste Eintrag war der 6. April, das passt eigentlich ganz gut, so nach der 10-Bit wahrscheinlich ein bisschen das Zeit. Das passt, ist erstaunlich. Also, oh, wir sind ja, wir sind ein bisschen hinten nach. Ich nehme mal die Maus, weil das wird sonst nicht hier funktionieren. Gucken wir an, das erste, 20. März. Also wir sind tatsächlich ein bisschen hinterher. Da sieht man übrigens ganz toll diesen Puschel, den du mir da in ja, das ist einfach so ein Outtake. Ja, wir haben ganz, ganz viel auf der Cebit Outtakes. Oh, ja, macht es ruhig an. Hola. Also wenn jetzt hier Dinge schief gehen, wir haben uns jetzt überhaupt nicht auf die Sendung vorbereitet und wir haben zusätzlich auch die zwei Herren, den Andi und den Fabio, die da sind, auch einfach nicht drauf vorbereitet. Das heißt, wenn was irgendwie ein bisschen in die Hose geht, ist es überhaupt kein Problem und dann war das auch so geplant. So, wir haben wahnsinnig viele Outtakes produziert, das war schon unsere. Und das Team von Digital Upgrade Tier 2. Yeah. Genau. Ja, und dann sind wir da hingefahren und haben uns die Cebit angeschaut und haben natürlich gesagt, okay, wir machen eine Sendung zum Thema Internet und zum Thema Cebit. Jedes davon hätte zwei Sendungen füllen können. Ja. Am Anfang haben wir uns auch gerne vor die Kamera gesetzt, so wie heute, und haben uns dann überlegt, was wir machen. Die Sendung hatte, glaube ich, 2 Stunden oder 1:30. Das werden wir danach, glaube ich, nochmal sehen. Also wir haben natürlich hier auch alles super vorbereitet. Ihr wisst, das Internet vergisst nichts. Deswegen überlegt euch lieber, was ihr postet. Ich habe jetzt aber auf Y gedrückt, statt auf Command, aber ist auch gut. Ich weiß gar nicht, wie lange. Eine Stunde eins. Naja, ist gar nicht so lang. Ich erwarte, dass sie viel länger ist. Aber wahrscheinlich kam danach irgendeine. Vielleicht schauen wir mal ein bisschen rein. Oh Gott. Dass ihr mal seht, wie das am Anfang aussah. Also, wir hatten natürlich mal eine Pause. Was ihr natürlich wissen müsst, zum einen, wir hatten noch ein anderes Intro. Wer es nicht weiß, ja. Das hat die Kerstin, hat uns damals geholfen, die Freundin von Basti. Genau. Ist auch heute noch die Freundin, sag ich. Das ist fast, hat einen Applaus wert, Applaus für die Kerstin, dass sie so lange mit dem Basti durchkam. Morgen 11-jähriges Jubiläum. Ist ja Wahnsinn. Aber dann, wenn ihr es seht, ist morgen schon vorbei. Also, vor kurzem 11-jähriges. Also, ich sage euch eins: Dazu mache ich keine Jubiläumssendung. Genau. Und da hat sie, ich habe sie damals sehr lange überreden müssen, dass sie uns das einspricht. Wir sind ausgerastet, als wir dieses erste Intro-Video schon gemacht haben. Das war schon legendär. Da hatte ich ja noch gar keine Ahnung von Videos schneiden. Und was ich da alles gemacht habe, ihr seht jetzt da gleich so einen Cube-Effekt. Ich habe später herausgefunden, dass das einfach eine Transition wäre, die ich hätte draufschmeißen müssen. Aber ich habe das mit Keyframes gemacht und das war die Hölle. Wollen wir es mal laufen lassen? Ja, lass mal laufen. Den Videopodcast. Tipps, Tricks und News. Microsoft Windows, Apple Mac OS, Linux, vielen Freezer- und Open Source Vorstellungen sowie der neuesten Unterhaltungselektronik. Und jetzt viel Spaß bei Digital Upgrade. Wer hat denn die Musik gemacht? Das war doch irgendein Kumpel von dir, oder?
Die hat im Zweifel, war das irgendein Apple-Jingle? Nee, das, den, wir hatten doch auch immer so eine Hintergrund-Dudel-Musik. Die hat das irgendein Kumpel, war das nicht irgendein Musiker aus Gammering irgendwie, den du kanntest? Das weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall ist es heute der Z. Ja, heute ist es der Z, aber da kommen wir später nochmal drauf. Genau, und der hat uns das ursprüngliche Intro, die Intro-Musik gemacht. Wir wollten sowas ein bisschen piepsiges. Wir wollten einfach ein Intro haben, möglichst schnell. Das, genau, ja, und so haben wir damals... Yeah. Man muss dazu sagen, das ist nicht die erste Sendung, die wir aufgenommen haben. Nee. Wir haben uns damals, wo wir in Hannover waren, gedacht, wir nehmen doch gleich nochmal eine Sendung auf. Und es ging so großartig in die Hose. Wir saßen da, wir haben dort in Göttingen im Max-Planck-Institut gewohnt und hatten halt dort so ein Zimmer, das war gar nicht so klein, haben uns halt dann gedacht, gut, jetzt sind wir am Abend, kommen von der CeBIT zurück, jetzt drehen wir mal so einen ersten Part von der Sendung, hat natürlich keine Lichter dabei oder gar nicht. Haben dann irgendwie so die Nachttischlampen hingestellt und es war halt stockdunkel draußen, weil wir irgendwann sauspät nach Hause kommen, haben wir da hingestellt, wir haben einfach 3 Stunden gelacht, ja, so wie das anfangs meistens war und ich glaube, wir haben auch nirgendwo mehr Video davon, also es war wirklich unter aller Sau, also und ja, wir haben halt ja, das war ein netter Versuch. Wir haben danach auf jeden Fall festgestellt, so nicht. Man sieht auf jeden Fall, eins ist es, man sieht es da in dem Video gar nicht. In Wirklichkeit hatte ich da zu dem Zeitpunkt noch eine Spange. Ja. Also eine Zahnspange, falls du also nicht. Ja, eine Zahnspange, nicht eine Spange in den Haaren. Könnte man auch meinen, aber dazu gibt es nachher noch bessere Videos. Aber auf jeden Fall hatte ich damals eine Zahnspange. Es war schon schwer genug für mich, normale Sätze zu bilden. Und wenn ihr sehen könnt, wie 2006 das MacBook, das Powerbook aussah und mein wahnsinnig cooles Gerricom, ohne dass ich jetzt Gerricom schlecht machen möchte, aber ganz ehrlich, wie beschissen kann so ein Notebook aussehen? Jetzt schauen wir uns mal kurz an, wer von uns beiden immer ein Stromkabel dran haben müsste. Wenn wir es abgesteckt hätten, hätte es ungefähr 3 Minuten gedauert und der Akku wäre leer gewesen. Er war verdammt cool. Und dann, wir haben damals, das haben wir es ja noch komplett anders gemacht, wir hatten im Zweifel was vorproduziert und haben das dann eingespielt. Ich schau mal kurz. Firefox kann man nicht nur für Microsoft Windows hernehmen oder für den Mac. Nein, es geht auch bei Linux und bei fast allen Distributionen, die eigentlich den normalen Anwender ansprechen. Genau, also man muss sich nicht irgendwie, wenn man vom einen System zum anderen wechseln, dann umstellen, sondern man hat einfach auf jeder Plattform denselben Browser und der sieht auf jeder Plattform eigentlich genauso aus und der funktioniert auch überall genauso. Und ist auf jeder Plattform genauso sicher. Also ich habe einfach 18 Mal genauso gesagt in einem Satz. Ja, richtig genau. Oh, das kommt auch noch. Und jetzt seht ihr, da haben wir dann so ein Ding, so einen Übergang produziert und das war unglaublich. Cool. Nun werde ich euch den Firefox genau näher bringen. Ubuntu. Alter, die erste Sendung. Also, damals lief das Ganze hier noch anders. Wir hatten da die Kamera, die hat auf dem Band aufgezeichnet. Richtig. Im Zweifel über FireWire direkt auf den Rechner. Und dann hatten wir halt so dieses Video, das wir halt aufgenommen hatten vorher und konnten das halt danach einspielen. Das bedeutet aber, wir mussten alles händisch importieren, das zusammenschneiden, dann die Übergänge machen. Jedes Übergang war ein eigenes Bild damals, weil wir hatten halt noch keine Templates, wo man das einfach hätte reinwerfen können. Und es war ein Heidenaufwand. Wir haben also für so eine Stunde Video mit Aufnahme und allem haben wir wahrscheinlich locker 15 Stunden oder sowas da rein versenkt. Weil ihr müsst auch überlegen, wir hatten damals halt ein PowerBook G4. Und ein PowerBook G4 ist für heutige Verhältnisse unglaublich langsam. Anfangs haben wir ja zum Glück noch nicht in HD produziert. Aber das haben wir dann irgendwann doch mal gemacht, haben wir auch irgendwann wieder sein gelassen. Aber das hatten wir damals alles auf diesem verdammten PowerBook G4 gemacht. Und es war einfach arschlangsam. Irgendwann hatten wir dann halt mal einen iMac, aber das hat ein bisschen gedauert. Ja, und dann waren wir auf der CeBIT und haben dann auch so mehr oder minder gute Interviews geführt. Da haben wir uns Windows 7. Nee, Windows Vista war das damals, oder? Ja, genau. Oh, krass. Windows Vista. Der Mann, der manchmal ein bisschen zickt. Ja, manchmal zickt er ein bisschen. Wer war denn das, der? Das hier könnten wir, theoretisch können wir es rausfinden. Das war mal eine Frage. Eine Frage, ja. Eine Frage in einem Gewinnspiel. Das ist auch schön scharf. Jetzt kommt es, glaube ich, gleich. Zum Beispiel, die entsprechend mit anzeigen lassen kann. Des Weiteren auch im Bereich mit Dateien und so weiter
Das einzige Gute ist, nicht nur bei uns sahen die Notebooks damals noch so beschissen aus, sondern sogar Microsoft stand auf der C-Bit. Ja. Hatten sie so ein Touch-Display, das einfach nicht funktioniert hat. Das war schon ein bisschen arm. Es hat einfach gewackelt wie ein Kuhschwanz. Was ist denn da los gewesen? Haben wir da auf dem Stativ? Das war ein Notebook. Ach, stimmt, dann drauf gedrückt und dann hat es natürlich immer diesen Wackeleffekt gehabt. Ich weiß gar nicht mehr, mir fällt nicht mehr an, wie er hieß. Auf jeden Fall ist er ein Superstar geworden. Wie lange haben wir denn das eigentlich gedreht? Es war stundenlang. Oh! Nicht mehr lang. Hat man schon deinen Lieblings... Das gibt's doch gar nicht. Mein Papiere kommt ganz am Schluss. Oh, jetzt. Nee, jetzt gibt's doch nicht. Wessel! Oh! Sorry, schön, glaube ich. Ja! Wir hatten schon oftmals gerne Kostüme an. Da haben wir uns zum Beispiel als Microsoft-Mitarbeiter. Haben wir eigentlich dieses Ding-Video, müssen wir wieder einspielen. Unser einzig wahres Video, das wir gedreht haben. Das ist eine Story. Oh ja. Hallo, wir sind hier auf dem Stand von Microsoft auf der CeBIT 06. Ich bin hier zusammen mit Herrn Wessels vom Stand von Microsoft. Und Herr Wessels wird uns ein paar neue Sachen zeigen, die Vista bringen wird im Gegensatz zu XP. Ja, es sind viele Sachen dazugekommen. Ich denke mal, wir haben halt. Da mussten wir auch jedes Interview halt zusammengeschnipselt werden und das, also die erste Sendung war die Hölle. Nicht nur, dass keiner von uns eine Ahnung von Videoschnitt hatte, wir haben Geld in Final Cut Express damals investiert. Es war natürlich auch so, dass der Basti am Anfang da unglaublich viel Arbeit reingesteckt hat. Ja, ich hatte natürlich den Mac-Vorteil, sag ich mal, weil, also gerade der Papiero jetzt dann kommt. Final Cut oder so gibt's ja nicht für Windows, oder gab's auch noch nie. Ja! Das ist der... Touch. Da hatte sich jemand ganz groß in einen Roboter verliebt. Es ist immer noch wahre Liebe. Odotte ist japanisch, heißt Tanz, oder? Ja. Dieser Roboter hat einfach alles. Und ja, sie wusste einfach nichts, die gute Hostess. Sie hatte den Roboter. Ich konnte mich verabschieden. Das ist nur eine kleine Vorführung. War das schon das Jahr, wo wir bei Sanyo waren? Das war erst das nächste Jahr, oder? Ja. Und dann werden wir noch ein paar Fragen an die Entwickler stellen. Ihr müsst natürlich wissen, dass der Papiero, also im Vergleich nicht zum Papiero, war ursprünglich dafür gedacht als Childcare-Computer. Also er war da als Childcare-Computer, als Roboter. Das heißt, er hat auf japanische Kinder aufgepasst. Und jetzt fragt ihr euch, das ist die Generation, die auf Atomkraftwerke aufpasst. Die dann auf der Maschine sagen, oh Dorte, und dann wieder wundern, dass die Atome nicht tanzen. Genau. Dann haben wir noch, das war mit dem Ubuntu-Mann, dem... Ja, weiß, nicht mehr. Weiß keiner. Das hat uns... unglaublichen, wir waren halt unbekannt damals, wir haben frisch angefangen. Das ist Ubuntu-Interview war das Beste, was wir jemals machen konnten. Die hatten eine riesen, dieses Ubuntu-Magazin, also an der Stelle danke, ans Ubuntu-Magazin, die hatten eine riesen Community, haben das da gepostet und an dem Tag, wo sie es gepostet haben, also hatten wir anfangs irgendwie, weiß ich nicht, 30 Abrufe und so, und dann haben, also für die erste Episode haben wir halt statt 30 plötzlich irgendwie 400 Abrufe gehabt. Nur durch so einen Eintrag im Ubuntu-Magazin und haben auch relativ viel Feedback dazu bekommen. Und das war schon relativ cool. Also das, ja, hat uns damals sehr viel Starthilfe gegeben. Ja, das stimmt. Ja, ich würde sagen, so wie zur ersten Sendung. Also wir haben nur noch 80 weitere. Habt ihr noch ein bisschen Zeit? Nein, wir springen jetzt natürlich auch ab und zu ein bisschen. Falls ihr euch fragt, warum haben wir weiße Handschuhe an? Das hat natürlich den Grund, dass wir Feuerbälle schießen. Und niemand fasst Feuerbälle mit den Händen an. Eben. Dämlich. Eben, genau. Damals, ja, wir haben tatsächlich so ganze Sendungen zu einzelnen Apps gemacht, machen wir heute ja auch noch. Sieht man hier ganz schön. Open-ID, das war noch 36 schon. Also wir haben... Oh, da hatten wir schon gegreenscreened. Ich schau gerade... Wir hatten dann, also es war dann so, der nächste Schritt war, wir haben uns eine bessere Kamera zugelegt. Nein, der nächste Schritt war, wir hatten einen Banner an der Wand. Oh, der war großartig. Ich schau mal, Sendung 4 an, vielleicht ist um 200% uns verstärkt, da hatten wir dann plötzlich einen Banner.
Schauen wir mal, ob er da schon ist. Da haben wir diesen... Wir hatten anfangs Bombentonprobleme. Also klar, wir hatten kein, so gut wie kein Budget, haben billige Mikros gekauft, hatten halt auch wirklich keine Ahnung davon oder und wurden auch zum Teil nicht ganz zuvorkommend beraten. Und wir hatten immer so ein Brummen drin. Und da haben wir irgendwann so eine Melodie reingelegt, um mal so ein bisschen das Brummen zu übertönen, weil sich da viele beschwert haben. Da haben sich wie meistens über die Melodie beschwert. Also es ist immer, besonders wenn man anfängt und halt nicht viel Erfahrung hat und da dann das Selbstwertgefühl, was das angeht, noch nicht so besonders ausgeprägt war, dann kommen natürlich Leute, die sagen, hey, ich habe mir das umsonst runtergeladen und die Qualität ist nicht wie im Fernsehen. Und beschimpfen einen halt dann. Und das war halt, damit war es anfangs schwierig umzugehen. Aber da hört man jetzt schön diese Melodie, die wir im Hintergrund immer hatten. Und ich schau mal, ob wir da jetzt dieses tolle Banner an der Wand haben. Die Überblendungen waren gar nicht so lang, aber die Sendungen waren so lang. Nee, da war noch kein Banner. Noch kein Banner, schade. 28 könnte schon irgendwie cooler gewesen sein. 20 als Switcher, das sind auch schon, da haben wir schon... 2007, das ist schon ein Jahr später. Oh, Leopard Special, Mann, das war noch Zeit. Auf Sendungen, das ist alles gerade ein bisschen crazy hier, glaube ich. 16 ist realistisch, ne? Ja, vielleicht 10 oder so. 15? Das ist ja noch... Das ist ja neuer, das ist Staffel 2. Wir hatten, also... Irgendwann, um mal so ein bisschen Hintergrund noch zu erzählen, wir haben das natürlich alles gemacht, wir haben geschnitten, das war alles viel, viel, viel Aufwand. Und das war dann... Und wir mussten halt uns auch noch um die Webseite kümmern. Und irgendwann hatten wir dann halt auch Leute, die uns bei vielen Dingen geholfen haben. Das war also sehr, sehr, sehr hilfreich. Also zum Beispiel nicht zu vergessende Marco, Coolover, ja. der relativ früh auf uns zukam, das zweite Mal, als wir auf der CeBIT waren, auch uns Übernachtung bei ihm angeboten und uns halt auch geholfen hat bei vielen Aufgaben, die eigentlich niemand machen will, der sie immer dankbar gemacht hat. Und das war sehr toll. Der hat uns halt bei ganz vielen Dingen dann geholfen, Webseite umbauen, Webseite maintain. Der Klaus hat uns geholfen, der mit uns zusammen studiert hat. Wir hatten dann auch mal einen Praktikanten. Ja, da kommen wir, glaube ich, später nochmal dazu. Ja, der war auch besonders, speziell ist das richtige Wort. Aber da hatten wir so einen hippen, ja, wir haben dann irgendwann zwischenzeitlich haben wir unser Intro geändert. Zum einen natürlich hippere Bilder und auch einen coolen Intro-Musik, natürlich alles halblegal. Naja, stimmt nicht, es ist lizenzfrei zur Verfügung gestellt im Podcast. 50% davon. Ja. Und die andere Hälfte ist von Danko Jones, eine Musikband, das haben wir jetzt gut gemacht, von Danko Jones, die wir gerne hören. Das neue Intro war, ich glaube, es war die erste Sendung. Du könntest es mal groß machen. Das war ein richtig cooles Intro. Schau, wie da die Geräte rumfliegen. Oh, da waren wir in der Solution Bar, das habe ich ganz vergessen. Und dann haben wir auch Sketches gedreht. Oh ja, die waren legendär. Oder da sind wir in der Solution Bar. Sendung 10 von Digital Upgrade. Ich bin der Tino. Ich bin der Basti. Und wie ihr sehen könnt, sind wir heute nicht in unserem Verbräunertig Mann X. Also da waren wir in der Solution Bar, die gibt es immer noch. Genau, die ist nur einmal umgezogen. Damals war sie in so einem alten Feuerwehr, wie heißt denn das? Garage. Und da haben wir uns, da gab es auch das neue MacBook Pro, das allererste MacBook Pro mit Intel-Kern. Und dann haben wir die zwei, Basti sein altes PowerBook und mein MacBook Pro gegeneinander ankämpfen lassen, wie wir es jetzt sehen. Dann haben wir den Marco Peters besucht, der Inhaber davon, der hat so ein bisschen was für die Solution Bar erklärt. Eigentlich ein cooles Konzept, ich weiß nicht, nehme mal an, das Konzept ist immer noch ähnlich. Also ist immer noch gleich, man kann dort Dinge buchen, dann kriegt man auch einen Kaffee und die Training und ja, genau. Training ist ein bisschen anders geworden. Es geht jetzt hauptsächlich, schauen, dass sie größere Kunden haben, so machen da für Kunden, die halt keinen Apple-Support mehr haben, halt so lizenzierte, vertraglich gebundene Reparaturen und alles Mögliche. Also alles, was sich um Mac dreht. Bla 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 bla. Und auf diesen genau. Da ist der Kaffee. Also da ist der Kaffee, ist der Marco Peters und ich. Wir haben uns unterhalten, während wir Kaffee getrunken. In dem Raum war natürlich auch die Kaffee. Jetzt haben wir natürlich trotzdem keine Sendung gefunden, die einen Hintergrund hat. Es muss aber schon früher gewesen sein. Walter, man hat es in dem Intro gerade gesehen, dass da schon dieses Banner hing. Auf jeden Fall. Banner haben wir plotten lassen. Hat mein Vater uns geplottet. Und dann hat mir das an die Wand gehängt. Oh ja, das war auch geil. Das war ganz großartig.
Ja, auf jeden Fall ist es uns dann irgendwann mitten in der Sendung einfach runtergefallen. Das sehen wir auf jeden Fall in den Outtakes, verdammt. Die Outtakes-Sendung sollten wir uns mal kurz einfach. Dann sind wir eine Stunde, haben wir eine Stunde gelacht. Ja, wir haben anfangs immer, fast immer eine Stunde gelacht. Also es war. Aber bei jedem Outtake haben wir eine Stunde gelacht. Also wenn jemand gehustet hat, haben wir eine Stunde gelacht. Also ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn wir hier reingehen normalerweise und der Basti nicht nach 2 Stunden erst alles vorbereitet hat, dann gehen wir hier vorne hin und drehen 30 Minuten die Sendung. Ja. Und dann vielleicht ist ab und zu mal, dass wir uns irgendwie verhaspeln und ein bisschen lachen, aber nicht so wie damals. Damals haben wir einfach, da haben wir uns hingesetzt, dann haben wir erstmal überlegt, wie fangen wir am besten an. Mhm. Und dann haben wir irgendwann angefangen, dann hat sich einer versprochen, haben wir erste Stunde gelacht. Also wir haben wirklich, wir sind dann jedes Mal in Tränen teilweise ausgebrochen vor Lachen. Also das ist halt ganz komisch, wenn man zum ersten Mal vor einer Kamera ist, das ist ungewohnt und ja. Ich guck gerade mal. Da sieht man nämlich auch, dann auch den Hintergrund. Da sieht man auch, wie das Banner einfach plötzlich runterfällt. Genau, das haben wir zwischendrin. Also, wir haben 6 Sendungen gemacht und hatten genug Outtakes für eine ganze Outtakes-Sendung. Schon wieder ein anderes Intro. Ja, das haben wir ein bisschen modifiziert, glaube ich, aber nicht viel. Ich muss mal kurz an mein Mikro fassen, weil das gerade so ein bisschen. Gut. Ja, mein Stuhl quietscht übrigens. So. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade Show 6.5. Ich bin der Basti, der Tino sitzt in Augsburg und wartet auf seinen MacBook Pro. Und da ich meinen Urlaub ein bisschen vorgezogen habe, können wir frühestens wieder am 3. Juni neue Show aufzeichnen. Deswegen bekommt ihr ein kleines... Sieht ein bisschen aus wie das Blair Witch Project. Damit euch das Warten nicht zu schwer fällt. Oh. So, die Digital Upgrade Kasse... 0 Euro, war ja klar. Gut. In Wirklichkeit hätte es minus 500 einzeigen müssen. Wenn es gereicht hätte. Beziehungsweise nicht in dem so viel schnell. Nicht so genau. Ja, wer sich fragt, was das für ein Laden ist, das ist der Laden von meinem Dad. Da haben wir ursprünglich unten im Keller gedreht. Ja. Das ist in der Fürstenriederstraße in Leim. Jeder ist herzlich eingeladen, mal vorbeizukommen. Sightseeing, alternativ kann man da auch Kleinbildfotos, Filme abgeben, Negative, alles mögliche. Ich mache ein bisschen Werbung jetzt. Ja, und ihr könnt natürlich auch Sachen plottern lassen, alles auf bis 60x40, nee, 60x80 sogar, unvorstellbar. Also geht dahin, lasst eure Fotos auf Papier drucken, denn im Zweifelfall brennt euer Haus ab und eure Festplatte ist kaputt, aber eure Fotos konntet ihr alle noch retten. Laden ja. Sehen, in dessen Studio wir aufzeichnen. Ja, viel sieht man nicht. Ah ja, wie heißt der Laden? Laden heißt natürlich Fotos sofort. Genau, in München, in der Fürstenrieder Straße. Danke. Etwas wäre Kameraführung, aber naja, so wie ein Fotoladen halt aussieht. Und ja, gleich seht ihr mehr über unser Studio. Genau, das war im Keller das Studio. Ah ja, unsere Flyer. Die waren geil, da hatten wir. Flyer hat, hier liegen sie bei Foto sofort in München Leim. Natürlich auch. Der hat schon wieder Zuckerhose angehabt. Ja. Ist der schockierend. Und sonstigen zu bekommen. Ich überrasche mich immer wieder selbst. Da haben wir immer unsere News hergezogen. Wir hatten ja früher in jeder Sendung noch News mit drin, haben die halt dann, muss relativ aktuell sein, haben die dann aus dem Netz gezogen, so das Wichtigste aus den verschiedenen Newsleiten zusammen aggregiert, ausgedruckt und mit runtergenommen. Also die News waren immer sehr, sehr schlecht vorbereitet. So. Das ist kaputt gemacht. Ja, das kommt schon gleich wieder. Puh, oder das ist ganz schön warm. Genau, und da sehen wir jetzt. Und hier geht es in die heiligen Hallen. Und da sind wir schon. Kannst du dich bitte mal zu mir drehen? Studio, wie man ich? Kann es sein, dass der Tino seine Mütze gechromakiert ist? Ja, richtig. Ja. Oh Gott, meine Mütze ist unsichtbar! Aber nur mit dem kleinen Ansicht. Das hatten wir für eine Sendung, hatten wir Achso, das ist ja noch keiner. Dieses Funkset. Oh Gott, mein Kopf ist halt weg! Ja, aber nur wenn du klein bist. Wenn du groß bist, dann sieht man das nicht. Ich bin ja schon eine ganze Stunde klein. Mach uns mal wieder... Genau, das reicht ja auch so. Da ist wieder alles cool. Mama mia! In die Kamera habe ich gar nicht gedacht. Tonaufnahmen, Ton und Spaß. Genau, so sah es aus. Also, Monitor. Zur noch besseren und noch weicheren Ausleuchtung als diese. Kannst du mir mal die Maus geben? Du hast ja deinen Zeigefinger. Beleuchteterweise. Wuuuuh! Ah, komm mal so ein Jones! Hippies live!
Da ist übrigens das ausgedruckte Ding im Hintergrund. Das ist fast die gleiche Farbe. Ich hatte öfters mal Probleme mit meiner Hand. Also ich muss immer so ein bisschen, mich erinnert das immer so ein bisschen an Beavis and Butthead, wenn ich diese Outtakes sehe. Das tut mir schon leid. Aber ich muss sagen, so reflektiert betrachtet war es schon lustig. Ja, definitiv. Ich hatte nur so dieses Glasding. Das ganze Weg, die könnte auch unter dem Tisch sein. Das ist aber schwul. Hallo und herzlich. Das war großartig. Wir waren natürlich mitten an der Fürstenrieder Straße. Kannst du mal aufhören? Mitten an der Fürstenrieder Straße, da ein Haufen Verkehr. Und wir waren zwar im Keller, aber die Kellerfenster, die waren halt ungefähr aus einem Millimeter dicken Glas. Und immer wenn draußen ein Auto vorbeigefahren ist, hat man jetzt natürlich bombenmäßig gehört, weil wir halt auch sehr Mikrofone hatten, die alles mögliche aufgenommen haben. Ich glaube, da ist es gleich abgefallen. Ja, und was sieht man da so gut, wie wir wegen jedem Mist gelacht haben. Ja. Wo war das denn? Das war der CD Burner XP Pro. Ja, ich würde sagen, unser Favorit zum CDs brennen. Und der ist halt einfach kostenlos. Und das ist wirklich toll. Und ja, der Funktionsumfang ist gigantisch. Einfach mal ausprobieren. Also er kann noch viel mehr als wir jetzt in den paar Minuten. Das Schlimme ist, dann lacht man jetzt ein paar Minuten lang. Wenn man dann wieder anfangen will, dann kriegt man sich nicht mehr ein. Das ist ja das eigentlich Schlimme dann an der Sache. Wir müssen bitte das kleine Bild lassen, weil sonst ist meine Mütze immer weg. Das ist, ja, ich glaube, das ist auch groß genug, wenn wir das kleine Bild nehmen. Mach das mal wieder klein, bitte. Nein, das Fernsehbild klein, das ist klein genug, glaube ich. Ja, so war das. Groß genug. Ich springe mal ein bisschen, dass wir zu einer anderen Sendung kommen. Die Qualität von den Videos ist eh so unter aller Sau, also qualitativ, dann passt es, wenn die hier klein im Fensterchen hängen. Eine Outtake-Sendung, ne? Hast du hier gesucht, oder? Ich weiß es gar nicht. Ich habe nicht gesucht. Doch, ich habe gesucht, ja, aber wir haben zwischendrin ab und zu mal Outtakes so eingespielt. Man muss natürlich sagen, irgendwann hat sich das mit den Outtakes dann auch gegeben. Also es gibt heute wirklich fast keine Outtakes mehr. Natürlich dadurch, dass wir live drehen, genau. Auch. Ja. Und wir brechen ja wirklich nur noch eine Sendung ab, wenn wirklich irgendwas total Absurdes passiert oder wir halt wirklich Mist go. Also wir haben heute. Also wenn jetzt eine 17 Meter hohe Flutwelle käme, würde ich jetzt mal sagen, dann würden wir die Sendung abbrechen. Wo wir sind so hoch, bei uns könnten wir auch trotzdem weiter drehen, ja. Eigentlich. Würden dann den Hamster ins Rad stellen. Ja. Und der müsste halt dann Strom für den Mac Pro generieren. Mach doch mal, 19 müsste schon mit Chroma King sein zum Beispiel. Was war denn da hier? Was war mit der Sendung? Weiß ich nicht. Das war Mac Special. War das nicht in der Solution Bar? Ja. Ah ja, doch, hat recht. Mahamachi? Ja. Müsste in der. Erstmal, haben wir nicht noch. Lass mich mal gucken. Datum so ein bisschen. 21. Oktober. Ja, das hatten wir gerade. Homescreen-Messing. Ja, so eine Express-Sendung können wir mal zeigen. Das haben wir gar nicht gezeigt. Das gibt's gar nicht mehr heute. Schade eigentlich, wo es so lustig war. Ja. Ist Express, wo die Zeit rückwärts läuft? Genau, wir hatten uns da total einfach uns absurderweise ausgedacht. Wir zeigen ein Programm innerhalb von, weiß ich nicht, 7 Minuten, 6 Minuten, 3 Minuten. Und natürlich nicht. Das Intro war auch doppelte Geschwindigkeit. Ja. Oh ja, stimmt. So ein bisschen. Ah ja, wer es nicht weiß, das ist übrigens das neue Intro gewesen. Das ist mal wieder soweit, eine neue Ausgabe von Digital Upgrade. Schön ist dieser leicht nukleare Flair, der darüber kommt beim Chroma Keying. Wie seht ihr das? Chroma gekeyt? Könnte es anders sein, ganz einfach, weil ihr könnt uns Programme vorschlagen. Der Witz an der Sache ist nicht, dass wir dann das Programm aber vorstellen, sondern der Witz ist an der Sache, dass ihr das Programm zwar vorstellen, es uns aber vorher nicht anschauen. Bisher war es kein Problem. Hat sich ja nichts geändert seitdem. Also, der Witz an der Sache ist ja, dass das für den Zuschauer völlig informationstechnisch völlig sinnfrei war, weil wir hier was vorgestellt haben und wir keine Ahnung haben. Das hätte er sich selber einfach anschauen. Beim IGT, ja, das ist ja auch noch so ein geiles App. Und ich hatte ja wirklich.
Und ein Getting Things Done Programm ist jetzt nicht einfach so was, was man einfach mal aus der Hand, aus dem Ärmel schüttelt. Qualität war damals aber cool. Wir haben damals mit so einer Sanyo fickt. Exakt die Kamera aufgenommen, das dann ganze gechromakiert, das war ein MPEG-4-Datei und haben es dann auf dem PowerBook G4 gechromakiert. Gechromakiert, ja, im Final Cut Express. Und es hat einfach gerendert ohne Ende. Also da konnte man einfach mal 2 Stunden so eine Sendung rendern und dann hat man irgendwie an einem Schalter gedreht. Da hat man gemerkt, dass man, ja genau. Und musste gleich nochmal. Das war wahnsinnig gut. Also, aber wie ihr seht, man hat auch das Bild im Bild und wir haben das damals auch live gemacht, auch wenn man wir es damals nicht live wie heute aufgezeichnet, wenn man es gleichzeitig gesehen hat, sondern wir haben das halt im Nachhinein in der Post-Production dann im Final Cut zusammengesetzt. Und das Ziel war, das Produkt unter 2 Minuten vorzustellen. Ja, am Anfang war es nicht so, dass wir die 8 Minuten. Echt, habt mir so viel Zeit. Ja, ja. Ja, das sieht ja auch so an. Das Produkt ja erstmal kennenlernen. Und wir haben dann irgendwann angefangen, dass wir es umdrehen, oder? Die Zeit. Das war dann lustiger. Nee, es wurde, glaube ich, rot, wenn es. Geh mal weiter. Ist ja Wahnsinn, wie lange kann man denn über so ein Produkt reden? Spulen wir noch ein bisschen. Du warst immer zu schnell, glaube ich. 10 Minuten hatten wir vermutlich. Ja, das Intro hat nicht gezählt und die Begrüßung, sondern wir haben irgendwann. Ah, da war es rot. Oh, 7 Minuten. Du hast verloren. Da hast du den Fehler auf das Update geschoben. Ja, wer. Stimmt, ja. Ich schäme mich ein bisschen im Nachhinein. So, das soweit ist es. Solche Sachen haben wir auch gemacht. Express, dann haben wir. Oh ja, das Coding. Das war gut. Es gab genau eine Sendung Coding. Das war verdammt cool eigentlich. Ja. Ich hatte nur einfach keine Zeit mehr dazu und hatte irgendwann keinen Bock. Direkt nach der ersten Sendung keinen Bock mehr auf Java. Das war so ein bisschen das Hauptproblem. Wie siehst du? Die Emotion ist dir ins Gesicht geschrieben. Oh ja. Und dann war es natürlich auch klug, mit einem Pen auf diese Fläche zu schreiben, wenn man es vorher nicht geübt hat. Also im Nachhinein betrachtet war die tatsächlich relativ lässig, die Sendung. Außerdem kommt es mir relativ. Es war, glaube ich, 4 Uhr in der Nacht. Schlafen war auch was für Anfänger. Ja. Wie ihr es mal sehen könnt, jetzt kommt es, glaube ich, gleich. Du hast immer noch nichts geschrieben. Wie lange hast du geredet? Lang. Es ging ja darum, dass man versteht, wie das mit den. Ich habe ja tatsächlich das Konzept erstmal erklärt, wie das denn generell funktioniert. Das Auto. Also ich habe. Mir hab's halt nie geschafft, noch was zu machen. Ich wollte mal was machen, hab von vielen Leuten dann auch Feedback bekommen, dass ich da bitte weitermachen soll, weil das ganz toll ist. Dass sie es gerne sehen würden. Es hat leider nicht so gut funktioniert. Oh ja, wir hatten Geek Zones dann noch. Geek Zones, ja, gibt's auch. Ich weiß nicht, ob da im Zweifel gar kein Bild für Video drin ist. Nö, gibt einfach Text. Kein Text im Moment. Genau, Geek Zones, es gab, die meisten Sendungen waren ja für den halbwegs normalen Menschen auch durchaus. Nicht so geekig, dass sie es nicht verstehen hätten können. Wie heißt denn da? Konsumierbar. Ja. Ach so, ja. Und die Geek Zones, die waren schon sehr eher anspruchsvoll und sie waren auch anders produziert. Also das war tatsächlich immer, saßen wir immer zu Hause und haben das gemacht. Einfach nur Screen Recording und Video aufgenommen. So, was wollten wir noch zeigen? Hier gab es noch, hast du mal die, wir schauen mal wieder eine Webseite an, dass man sieht, wie die Webseite sich entwickelt hat in der Zeit. Also mittlerweile ist sie ja Ganz anders. Genau. Ja, genau. Schauen wir hier. Kann ich da nicht? Du hast es vorhin machen müssen, dass du in der Webseite drin warst. Ach so. Oh, wir hatten da. Welches Jahr haben wir? Ja, 2007. Mhm. Schauen wir hier, 2007. Sieht immer noch gleich. Ja, genau. Du kannst da oben im Zeitstrahl ein bisschen weiterfahren. Ah ja, hier ist es natürlich cool. Ich glaube, sie hat sich sogar richtig erst in 2008 geändert. Ich bin mir nicht so. Da haben wir ganz schön lange dieselbe Webseite gehabt. Die lief anfangs. Wir können sie mal ein bisschen angucken an der Seite. Anfangs hatten wir ja Premium-Kram. Das heißt, es gab Leute, wer gespendet hatte oder eine Subscription hatte, der hat das den Content in der HD bekommen. Wir haben das Geld dann angelegt und heute, also gestern haben wir es ausgeschüttet und dann konnten wir uns die Outfits von kaufen. Ja, richtig. Also 4 Jahre lang haben wir es angelegt. Also wir haben, glaube ich, damit 30 Euro eingenommen. Hatten einen riesig viel mehr Aufwand. Mai. Da gab es die Videos dann in HD, richtig? Genau, das war. Dann haben wir und es gab so ein bisschen extra Content, aber. Wir haben es nicht lang genug durchgehalten, aber die meisten
Subscriber, die fanden das auch alle nicht so schlimm, dass es nicht so viel mehr Content gab. Frapper Maps gab es damals noch. Oh yeah. Gibt's Frapper Maps eigentlich noch? Keine Ahnung, ich wette nicht. Die Frau, kannst du. Die EFF-Frau, da war ich auf der Macworld. Die EFF-Frau sah aus wie Weird Al Yankovic. Ich hab mir gedacht, da ist jetzt, vielleicht kommt da was Neues. Ja, 2008 haben wir, glaube ich, dann die Webseite nochmal relaunched, ja. Genau. Woo! Da haben wir so ein bisschen. Was ist ein Podcast? Oh, mit ja. So eine, geil, nicht schlecht, mit so einer Info. Das ist ja die Zeit, wie sie vergeht. Das Icon hat übrigens der, wer sich gedacht hat, wer hat dieses wundervolle Icon gemacht? Das hat der Jan Urschl gemacht. Der normalerweise tauscht der MacBook-Festplatten auf Geheiß vor der Kamera. Ja. Wenn er das nicht macht, arbeitet er in Shanghai. In Singapur. Das ist das Gleiche, kennst du alle. Also in Singapur und fährt in so einer Galeere übers Meer und fischt MacBook Pros aus dem, wie heißt der Fluss da? Gibt's da überhaupt einen Fluss? Dem Tipi. Gut, er nicht weiß, wo es ist. Ich weiß es selber nicht. Auf jeden Fall macht er da bestimmt ganz wichtige Sachen. Das fungiere ich aus. Ja, die hatten wir noch eine Zeit lang, die Seite. Das lief damals, glaube ich, alles noch auf Typo 3. Was dann irgendwann. Es war ganz toll customizbar und irgendwann haben wir gesagt, nee, jetzt WordPress, fertig. Genau, das war dann die erste WordPress-Seite. Die war wirklich, das haben wir recht billig gehalten, so von wegen, das ist das Standard-Theme ein bisschen angepasst gewesen. Haben wir immer ein bisschen rumgefrickelt. Oh, schaut euch schon die Apple 3.0. Oh yeah. Ja. Wir hatten eine Zeit lang ein Forum, das haben wir dann irgendwann sterben lassen, weil das, anfangs ging das ganz gut, aber immer weniger. Ja, und das haben wir jetzt auch nicht mehr. Kommentarfunktion funktioniert inzwischen ganz gut. Du musst mal wieder in die Kamera schauen zwischendurch. So, reicht das? So, ich dachte, mit dem Kunden reden, habe ich gemeint. Red doch mal ein bisschen mit dem Kunden, wenn das nicht hier ein Video für uns sucht. Da ist sie, siehst du, die Arbeitermaschine. Kannst du den ja nochmal zeigen. Also Beispiel von der Geekzone mal hier gezeigt. Ja, da hatten wir das Bedürfnis, eine MacBook Pro Festplatte zu tauschen, und der Jan hat das bei sich schon mit seinem MacBook Pro schon gemacht, hat er beim Tino jetzt gemacht. Das war bei mir zu Hause. Was ist das denn ein Geräusch? Der Jan hat das wirklich unglaublich souverän gemacht. Das ist übrigens ein Take, oder? Das weiß ich gar nicht. Etwas, wo man Schrauben hineinlegen kann, um sie später wieder zu finden. So sauber habe ich meine Werkbank schon lange nicht mehr gesehen. Und ein Kreuzschutz. Ist doch cool, dass da mein Schlüssel hängt. Beide. Ja, geil. Es ist wichtig, dass ihr das MacBook Pro auf eine weiche Unterlage stellt, damit ihr es nicht verkratzt. Und ihr sollt daran denken, dass die Festplatte rausspringt, um dann das Display auch zu verkratzen. Das war auch ein Scheiß, echt. Keine besonders hohe Qualität gefunden. Blabla. Das hier keine Schrauben. Ah ja, das ist die Tastatur. Die Tastatur, die rausfliegt jetzt. Schauen wir uns nochmal an, wie es wegfliegt. Und es ist alles okay. Mit so einem Spachtel ist das Geilste einfach. Ja, anders klingt es nicht. Da macht es gleich jetzt Klunk. Zuck. Komm. Und man sieht es natürlich nicht, natürlich hatte ich dann immer hier den Kratzer im Display. Klappen, vorsichtig einfach wegreißen, sonst macht man möglicherweise kaputt. Hier sieht man in der Mitte. Ja, solche Sachen haben wir auch gemacht. Ja. Aber wenn wir nicht solche Sachen gemacht haben, dann haben wir natürlich auf YouTube besonders coole Sachen veröffentlicht, wie zum Beispiel ganze kurze Sendungen. Naja, keine Sendungen, sondern eher, wie nennt man das so schön? Sketche. Einer der besten Sketche war die Windows Vista Story. True Vista Story. True, ja. True Vista Story. Da haben wir uns wirklich ganz schön zurückgelassen. Ich lasse es einfach. Ich kann die Tastatur nicht bedienen. Da haben wir alle unsere Kommilitonen wären natürlich ein bisschen traurig, sondern einige unserer Kommilitonen mithelfen lassen, die wir da als zum einen als Entwickler für bestimmte Softwareprodukte gebraucht haben und zum anderen natürlich um dann später als Polizisten da zu bleiben. Da haben wir alles selbst gemacht. Alles. Nur die Musik nicht. Na gut, dieses Reinzoomen haben wir aus Google Earth geklaut. Das war einfach gut.
Also ich warte immer noch darauf, dass ich für diese Kameraführung meinen Oscar bekomme. Jetzt kommt's, pass auf. Zack, was für Spannungsmomente. Und die Ninjas. Auch damals gab's schon Ninjas. Die Microsoft Ninjas. Und Zeitungsartikel. Das ist toll. Ich finde es übrigens immer noch großartig. Ja. Ich kriege auch immer noch Kommentare drauf. Alle paar Wochen kommt wieder ein Kommentar, der uns sagt, wie blöd wir sind, weil in Wirklichkeit hat ja Apple von Microsoft geklaut. Hier der Linux-Entwickler. Der HJ mit war seinem Mitbewohner. Genau. Das war schon echt ganz groß. Das Beste ist, wir einfach, dann haben wir das. Es ist wie mit Audiokommentaren. Ja. Director's Comment heißt es. Dann haben wir natürlich hier das, so ein Vista-Bild gehabt, so eine RC1. Und haben dann die ganzen Sachen, die cool waren, gefaked. Und dann. Die, wie heißt die? Die Widgets. Ja. Gadgets heißen sie ja bei das Microsoft. Cool, Sir, wir haben dann irgendwann hier Visual Studio aufgerissen. Und ja. Dann haben wir so Kommentare bekommen, warum schreibt denn der jetzt E-Mails in Outlook? Ah, ja! War groß. Aber wie ich da reingehackt habe, ja. Wie ihr seht. Aber der Effekt ist auch gut, wie du das Team hast. Und jetzt? Ja. Damals haben sie sich noch Sorgen gemacht, das wisst ihr, die Ladies. Da mit einem Kumpel von mir dann in der Nacht vom Rewe. Der Schirm hat es leider nicht überlebt. Das schlimmste Gewitter aller Zeiten. Das war geil. Großartig, das hat so gut gepasst. Bist du Vogelkennzeichen? Der Schirm ist dann so gefallen, dass er sich da was gebrochen hat. Jetzt passt auf, wenn der Wagen wegfährt, ist unvorstellbar. Großartig. Dann haben sie es einfach übertrieben, die Jungs bei Microsoft. Dann haben sie noch in der Uni eingebrochen. Ja, das ist übrigens Uni Augsburg, das Informatikgebäude. Falls ihr euch wundert, wer dieser unglaublich coole Kopf da vorne ist. Der einfach aus Miami Vice rauskommt. Das waren der Jens, der Christian und der Seba. Der Seba mit den Locken. Ich freue mich am meisten aufs Ende. Oh ja. Den Schiemelmasken. Unvorstellbar. Da war übrigens der Mann, den wir vorhin entführt haben, verprügelt, stand an der Tür. Stimmt, ja. Wie geil diese Marke einfach ist. Das ist einfach Papier. Ich hab Papier, das sie auf der Brust hatten. Ach ja. Oh, schade. Ja, ja. Raubkopierer sind Verbrecher. Da haben wir schon uns wirklich einen Spaß erlaubt mit den Jungs von Microsoft. Ach, das war lustig. Wir haben auch so ein paar andere Sketching. Ich weiß gar nicht, ob es die noch irgendwo gibt. Die sind in irgendwelchen Sendungen drin. Ja. Das finden wir jetzt im Zweifel nicht. Ja, so weit, so gut. Ja, dann ging es natürlich ein bisschen weiter. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Was kann man der nächste große Schritt? Ja, das sind wir hier ins Studio umgewandert. Ja, genau, also ich hatte irgendwann angefangen, hier bei Bonks zu arbeiten und da hatten wir dann die Möglichkeit, mit dem damals noch nicht existierenden Bonks TV zu arbeiten, beziehungsweise das Bonks TV uns so ein bisschen auf unseren Use Case draufschneiden zu lassen, damit man halt überhaupt mal was zum Testen hatte. Und das heißt, wir hatten dann hier so anfangs ein provisorisches Studio. Einfunden, das wahrscheinlich nicht im Zweifel. Ich weiß gar nicht, wie das war. Ja, es darf keine Sendung, zwar hatten wir das neue Studio dann, wir ja. Wir waren dann auf jeden Fall halt, das war auf jeden Fall vor Leo. Ja, ja, wir waren bei Leo, woo! Und da waren wir dann hier, da haben wir dann, dann kam nur der Roadtrip. fast alles live produziert. Und die Videos. Die CeBIT 2009, das war das Allertollste, weil da sind wir hingefahren, haben aber nie Videos produziert, weil wir alle gewastet waren. Ja, das war ein bisschen... Firefox Special, das ist noch höflich ausgedrückt. Also wir haben da Videos. Es ist ja nicht so, als hätten wir da nicht Videos aufgenommen. Must-have Windows Apps, das ist bestimmt heute auch noch aktuell. Ich meine, was hat sich da schon verändert? Ja. Großes. Da waren wir dann dort, haben Videos auf der CeBIT aufgenommen. Die Hauptvideos waren auf so einer Speicherkarte drauf, auf so einer ZI8. Auf jeden Fall hat es der Tino geschafft, die einfach alle zu löschen. Ja, dann hatten wir keine Videos. Das war noch eine ZD6.
Stimmt. Hier nochmal das schöne Intro. Das ist wirklich ein cooles Intro gewesen, ja nicht? Ach ja. Die Fotos sind legendär. Ja. Hallo und herzlich willkommen zu Digital Upgrade. Ja. Das war schon Boing TV. Genau. Da gab's Boing TV schon. Da haben wir den Leo mit wahnsinnig gemacht. Da ist er durchgedreht. Wir hatten hier, wenn ihr das sehen könnt, wenn da mal hier dieses Überblender weg, der geht natürlich weg. Du musst abspielen und dann mit der Maus wegfahren. Wir haben unglaublich viele Windows-User. Lass einfach mal die Maus in Ruhe. Das verschwindet gleich. So. Ah. Hatten wir hier damals. Ich muss ein bisschen leiser machen. Red nicht. Wir hatten damals, zum einen oder anderen gab es natürlich noch nicht so coole Devices wie heute, mit denen wir Boing TV steuern konnten. Und haben uns natürlich, klug wie wir sind, haben wir da keine Maus hingelegt, weil hätte ja nichts gebracht, man musste ja verschiedene Informationen, also verschiedene Schalter triggern, sondern wir haben uns einfach einen ganz normalen Knopftrigger fürs iPhone runtergeladen. Genau. Und das hat auch eigentlich sehr, sehr gut funktioniert ab und an. Wenn es funktioniert hat, hat es sehr gut funktioniert, oder es hat halt einfach dann gar nicht mehr funktioniert. Genau, also im Endeffekt war das einfach nur so ein numerisches Keypad. Ich glaube, eins der Apps ist Numlock, hieß es, glaube ich. Touch. Das ist doch irgendwie Touch. Ja, wie auch immer. Auf jeden Fall sind wir dann irgendwie zum Leo rübergeflogen. Also eigentlich sind wir nicht zum Leo Laporte. At Leo Laporte. Twit. Der Twitmeister schlechthin. Genau. Und haben uns dann natürlich da vorgestellt. Wir konnten es nicht lassen. Haben direkt unseren Server in die Knie geschossen, als wir unsere URL gesagt haben, was ein bisschen bekloppt war. Oh ja, die Infekte damals. Legendär. Ja, genau. Und dann hat er dieses iPhone gesehen, womit man Boing TV steuert. Das hat ihm fast den Verstand geraubt. Ja. Dass es sowas geben kann. Das war ganz cool. Saß er da vor seinem TriCaster für 15.000 Euro. Ja. Und hat so die Regler vor und zurück geschoben. WinRAR 3. Währenddessen man es ihm nicht gemerkt hat, die Kameras gewechselt, dich mit dir unterhalten, indem man an eine Frage gestellt und die Kameras gewechselt und Einspieler gemacht. Da muss man ihm schon. Das hat er schon drauf, der gute Mann. Das kann er. Mein Stuhl knarzt. Deiner knarzt nicht, das ist total gemein. Mama Mia! Ich glaube, WinRAR 3.8 ist immer noch die aktuelle Version. Bestimmt. Ja, ja. Dann haben wir da irgendwann so einen speziellen Übergangseffekt. Den hatte ich vorher Motion gebaut. Den haben wir uns dann nachbauen lassen vom Achim, diesen hier. Da haben wir tatsächlich dann Anfragen von Leuten bekommen, so von wegen, können wir den haben? Und wir sagten, nö. Ha. Niemals. Ja. Da haben wir das Video auch wieder gezeigt. Nee, da haben wir ein Firefox Special. So ein Downloader. Wenn wir was runterladen. Das haben wir schon ein paar Mal gezeigt, glaube ich, das Video. Das kann man nicht oft genug sehen. Ja, genau. Und dann, also währenddessen hat sich natürlich auch irgendwann mal die Webseite mal wieder weiter verändert. Das war aber erst vor kurzem, glaube ich, oder? Ja, das ist relativ neu, ich weiß nicht, ob wir da noch einen Zwischenstand. Fast schon hatten. Nee, gibt's keinen mehr. Das hat sich der Basti dann vor kurzem ausgedacht, dass er es noch ein bisschen hipper macht. Dass man da auch Geld für ausgeben kann. Aber das sind noch die alten Webseiten. Naja gut, das ist dann... Also die neue Webseite, wer sie noch nicht kennt. Ja, bei BlipTV. So sieht die Webseite bei BlipTV aus. Ja. Kann man sich natürlich auch anschauen. Sieht man allerdings nicht unsere Webseite, sondern eigentlich die von BlipTV. Und deswegen nehmen wir einfach die hier. Die Mailadresse, die wir machen sollen. Nee, das wäre gut gewesen. Genau, so sieht sie heute aus. Und so sieht auch heute... Das ist eigentlich... So sieht auch heute das Studio haben wir noch. Das neue Studio gibt es natürlich noch. Das wir dann irgendwann eingefügt haben. Das kennt ihr auch. Genau, das ist, wenn wir nicht hier sitzen, dann sitzen wir vor dem grünen Teppich, der da an der Wand hängt. Sieht. Wir sind halt auch nur nicht vor dem grünen Teppich wegen dieser Mütze. Sonst ja. Würden wir das sonst auch machen. Wenn man mich nochmal klein macht, dann werden wir sehen, dass die Mütze so gegen Chroma King ein bisschen allergisch ist. Mama Mia! Die Kamera ist noch mit Chroma King und die Kita ist nur die Mütze. Ach ja. Ja. Genau. So, dann gucken wir es auch mal. Was haben wir hier? Ja, wir haben da natürlich so tolle Gadgets gehabt. Irgendwann mal das iPad. Wer hätte es gedacht? Wobei ich natürlich sagen muss, am Anfang war die Bildqualität, als wir mit Boing TV angefangen haben, war wirklich noch eher schwach. Und wenn wir heute das Video anschauen, natürlich nehmen wir jetzt mit 27p auf, aber das Video ist schon sehr, sehr crisp, you know? Yes. Wer nicht weiß, was crisp heißt, der schaut nach. Nee. Und das ist nämlich nicht so, dass wir in Wirklichkeit spanische Klosterschüler sind und in England zur Schule gegangen sind.
Also nochmal die Geschichte, da hatten wir irgendwann mal, hatten wir so ein bisschen das Problem, dass wir oft Apps in Englisch vorgestellt haben, aber also die Apps Englisch waren, aber wir sie in Deutsch vorgestellt haben. Und das Hauptproblem war nicht, dass wir das nicht rüberbringen konnten, sondern das Hauptproblem war, dass du natürlich dazu neigst, wenn du ein Wort auf Englisch liest und du davon ausgehst, dass jeder es versteht, das auch in Englisch sagst. Dann war es so, dass es natürlich, abgesehen davon, dass der Ton schlecht war, E-Mails kamen, dass es nicht geht, dass wir hier, was soll das ganze Gedenglische und bla bla bla, das ist doch ein deutscher Podcast und keine Ahnung was. Und dann habe ich mir gedacht, ja, drauf geh. Egal, dann was damit ist, ja, wir verarschen den Typen jetzt auf Teufel komm raus. Und dann haben wir in der nächsten Sendung, ich weiß nicht, ob in der nächsten Sendung, ah ja, in der nächsten, ja, dann habe ich, das ist so, in der nächsten Sendung habe ich dann gesagt, ja, für alle Zuschauer, sie müssen uns verzeihen, dass wir ab und zu dazu neigen, dass wir Wörter in Englisch sagen. Wir waren beide Oxford. in Oxford. Das haben wir aus Augsburg abgeleitet. So Ox, hätte ich Oxburg gesagt, und dann haben wir alle Oxford. In Oxford haben da unseren College-Abschluss gemacht und deswegen tun wir uns immer ein bisschen schwer, die Wörter in Deutsch richtig auszusprechen und dann neigen wir dazu, sie in Englisch zu sagen. Und es sollte ja ein Witz sein. Und dann kam tatsächlich in der nächsten Sendung eine E-Mail, als sie Ende entschuldigt, so, ja, das tut ihm voll leid, hätte er das gewusst, hätte er nicht so einen blöden Post geschrieben und es war einfach super cool. Ja, es war schon legendär. Hat wie sagt man so schön, seinen Sinn erfüllt. Ja. Ja, und jetzt haben wir natürlich eine neue Intro-Musik, die kennt ihr, habt ihr auch vorhin ja schon gehört. Genau das die coole haben wir, neue die haben wir Intro. nicht selbst mehr machen müssen, oder, sondern, und die ist jetzt ja wirklich, also ich finde sie legendär, um das Wort mal wieder zu benutzen. Wir Die hätten hat so einen uns, Button gebraucht, dass wir sie mal einblenden können. oh ja, legendary. Die hat uns der Z gemacht, der, falls ihr nicht kennt, der Z mit 3T auf Twitter, Andreas Zeitler. Spielst du mit deinem iPhone rum währenddessen? Ja, ich spiele jetzt Legendary gleich ein. Also ja, die hat er uns gebastelt. Wir haben so gesagt, was wir so grob wollen. Und hat er uns dann gebaut. Und an der Stelle nochmal danke. Z. Awesome. Wir haben ganz viel so, ganz viel Glück gehabt. Wir müssen uns natürlich vor allem bei ein paar Leuten auch bedanken. Ja, zum einen an den Oliver Breitenbach, den Chef von Boings TV, den Chef von Boings Boings. TV, den Chef von Boings Software. Noch heißt das so, oder? Weißt du, Ja. es ist nicht mehr so cool, Software zu sagen. Doch, doch. Smile Software, Boing Software. Smile heißt ja noch Software. Boings on my Mac. Ja, auf jeden Fall den Chef von Boing Software. Vielen Dank, Olli, dass du uns immer einen Teil deiner Wohnung zur Verfügung stellst, dass wir hier drehen können. Zum anderen auch vielen Dank für die unsagbar teuren Gadgets, die wir hier ständig benutzen dürfen. Ich glaube, es gibt wenig Podcasts, die die Möglichkeiten haben, die wir ausschöpfen Ja. können. Und natürlich auch an den Rest vom Team, weil ohne die Software, die ihr da gebaut habt, ja, also wir waren irgendwann mal an einem Punkt, wo dann die Produktion von so einer Episode unglaublich viel Arbeit und unglaublich wenig Spaß war. Und das ohne das Boinks TV, so wie es jetzt funktioniert, wären wir niemals so weit gekommen, hätten niemals wahrscheinlich irgendwann nicht weitergemacht. Und wir sind halt jetzt an dem Punkt, wo wir relativ easy so eine Sendung produzieren können. Wenn wir natürlich Leute haben, wie zum Beispiel jetzt ein Andi, ein Fabio? Fabi? Ja, Fabi. Ich bin schon nicht mehr sicher. Wir Vorhin in hatten Land gebracht, den Verfassungsrichter. echt viele, viele Zuschauer, die hierher gekommen sind. Also wenn wir uns zum Beispiel, wir haben echt, glaube ich, echt bekloppte Zuschauer. Wir schauen uns mal einen Andi an, der aus Stuttgart hergefahren kommt. Du musst da weiter in die Kamera. Hier ist Andi. Servus. Du kannst auch mal. Wir können alle jetzt, wir machen hier so krasses Meeting. Genau, also Gerrit ist leider schon wieder Als hätten alle ein muss Oberlippenbart schon eigentlich wieder. mitbringen sollen. Genau, also Fabio kommt, glaube ich, aus der Münchner Region auf jeden Fall. Andi ist extra hergefahren aus Stuttgart, und wir hatten schon ein paar so Bekloppte wie euch beide, Manche kommen sogar aus Österreich. die dann aus Österreich hergekommen sind oder halt um uns halt zu helfen. Und ja, also Leute wie zum Beispiel Marco, vorhin schon mal angesprochen, wohnt in Hannover, der ist jetzt nie hergekommen, aber er hat uns immer bei allem Möglichen geholfen. Klaus habe ich auch schon gesagt. Fällt dir noch jemand ein, an den wir unbedingt denken Ja, müssen? wir müssen natürlich den Peter Kramel auch nennen. Ja, stimmt. Der aus Österreich, genau. Der viel für uns, der uns viel für uns gemacht hat, uns viel unterstützt hat.
Wir hätten vorher so eine Liste runterschreiben sollen, das wäre ja cool gewesen. Ich bedanke mich bei meiner Mutter. Ja, bei wem denn noch? Ja, hauptsächlich das. Ja, wichtig ist das ganze Boeing-Team, die haben uns wahnsinnig stark geholfen. Ja, sonst andere Podcasts, über die wir uns lustig machen konnten, danken wir natürlich auch immer wieder. Ich nütze jede Chance. Bitte macht weiter so. Egal wie alt ihr seid, es ist je jünger, desto besser. Das macht es mir einfacher. Natürlich nur, was das Verarschen angeht. Nicht, dass mich hier was falsch verstehen könnte. Ja, ansonsten. Digital Upgrade ist super cool. Wir lieben es immer noch. Ja, sonst würden wir es ja nicht mehr machen. Also, ja. Mario. Hey, Luigi. Ja, natürlich bei die wahrscheinlich allerwichtigsten sind die Zuschauer, weil wir haben nach wie vor pro Sendung gute 5000 Downloads, was schon, also ich denke, es gibt auch durchaus Podcasts mit mehr Downloads, aber ich finde das völlig ausreichend, ich finde das cool. Es reicht. Ja. Wir hatten schon mal mehr. Also, wisst ihr, was ihr zu tun habt? Ja, ja, also gut, ich natürlich damals, ich glaube, war das Leppard oder? Ich glaube, die Leppard-Sendung, wo wir zu der erste deutsche Podcast waren, die diesen Leppard vorgestellt hatten, wir über 10.000 Downloads auf einer Sendung. Das war schon echt ordentlich. Awesome. Das Blöde ist nur, dass wir nie wirklich damit Geld verdient haben. Nee, leider. Wir konnten uns nie was davon kaufen. Naja, also diese Outfits sind doch auch schön. Wir haben, was auch cool ist, wir haben in letzter Zeit echt viel Flatter. Haben wir schon einen Euro? Kram. Ich weiß gar nicht, was wir jetzt so dabei haben. Also ab und zu zum Beispiel letztens sind irgendwie 28 Euro aus dem Amazon Affiliate-Programm rausgefallen. Ja, weil ich immer drauf drücke. Ja, ich auch. Der Amazon ist reich und was ist mit uns? 28 Euro! Naja. Ja, so ist es. Letzter kam ein bisschen was rein, immer mal wieder. Wir können gerade nochmal iTunes-Kommentare angucken. Aber es gibt ja reich und berühmt, nur berühmt, uns reicht eins von beiden. Mir würde reich reichen. Naja, gut. Ja, bitte nicht. Ja, genau. Ihr könnt übrigens wieder gehen. Gut. Vielen Dank, dass ihr da wart. Danke. Macht das Licht aus, wenn es dir geht. Mal gucken, was wir in letzter Zeit wieder für Beschimpfungen noch bekommen haben. Wenn wir jetzt eh gerade dabei sind, dann können wir uns das gleich anschauen. Wir kommentieren jetzt natürlich die Sachen, die. Ich meine, was sind Kommentarfunktionen da, wenn wir es nicht zurückkommentieren dürfen? Ich will nur die neuesten. Mal gucken, was so an neuen Beschimpfungen da. Nicht wirklich ein Upgrade von Oliver B. Der spinnt ja wohl. Das ist so. Oh! Das ist. Lene erstmal sprechen, das nächste Böse. Geil, Mann. Von Bernd Scheumann. Wahnsinn, ein Stern. Und danach themenabhängig. Schau mal kurz. So machen wir, wo er wohnt. Fahren wir nachher noch vorbei. Wir sind die Einzigen, die eine schlechte Wertung von ihm bekommen haben. Das andere waren ja auch Apps. Assassin's Creed, da ist ihm leider die Spielsteuerung nicht präzise genug. Wie beziehe ich. Also, lieber Bernd. Pro-Tipp von mir. Dieser iTunes-Store, da kann man Sachen reinschreiben, es ist aber kein Forum. Such dir ein Forum oder such dir Freunde, dann kannst du die Leute fragen, wie man den großen Mann Level 3 bis 2 besiegt. Aber du machst denselben Fehler wie viele andere Leute, dass du der Meinung bist, hier ist der gute, richtige Platz, Fragen zu stellen. Nein, hier ist nicht der richtige Platz, Fragen zu stellen. Es wird auch niemand antworten. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe, er hat keine Antwort bekommen, dann. Wer ist denn überhaupt der Oliver B? Happy Shooting, mein Lieblingsfoto. Ja gut, das ist toll. War echt schon mal besser. Wir haben einen Stern mehr als der Computerclub 2. Wir sind fast im gleichen Alter mittlerweile. Oh ja. Gut, der erfindet auch den Mystery, den Playboy Flirt Guide gut. Ja, ist auch schön. Ja. Ich habe ihn noch nicht gesehen, aber wenn der gut sein soll. Was haben wir noch? Leider sehr themenabhängig, ja. Das ist der. Das ist das Konzept, sage ich jetzt mal. Danke, bitte. Dick und doof, ja. Das ist Mario und Luigi. Heute haben wir es doch bewiesen. Den haben wir auch direkt auf der Webseite übernommen. Ab und zu sieht man den in den Headlines um. Dick und doof ist ja auch eigentlich, ich meine, wenn ich die Hälfte von dem Geld mache, was die beiden gemacht haben, das wird mir auch reichen. Das ist halt ja auch das Konzept, sage ich jetzt mal vorsichtig. Wenigstens bin ich nur dick. Vom Jörg. Oh, beim Jörg haben wir uns noch nicht bedankt. Weltklasse sind uns eingeladen schon. Genau, wir waren beim Jörg. Wollen wir da nicht demnächst auch? Gab es da nicht noch? Ja, da steht da noch was aus. Gibt's Pläne, ja. Ja. Demnächst gibt es eine Digital Upgrade-Sendung vom Chiemsee.
Nein, vom Bodensee. Naja, Bodensee, Chiemsee, weißt ja. Beides mit Wasser. Oh, hier, das wieder. Nicht plattformübergreifend, ja, ja, genau, wie zum Beispiel Lightroom. Oh, das habt ihr noch gar nicht gesehen, ich habe nichts gesagt. Ja, manchmal ist es schon so, dass wir schon ein bisschen Mac-affiner sind. Ja, natürlich. Aber nur weil es der Rudi immer mit nicht mit genug Informationen war. Ja, beim Rudi muss man auch bedanken, nicht mit genug Informationen versorgt. Das könnt ihr übrigens auch machen. Also wenn ihr Tipps, Themen, irgendwas habt, dann sagt uns Bescheid. Oh, dieses Mikrofon macht mich gerade echt verrückt. Das tut langsam echt weh. Ist nicht so schlimm, wir hören es dann eh bald auf. Ich glaube, ich blute schon, das ganze Tier, bevor ich weiß. Ja. Ach ja, ich weiß gar nicht, wir haben sicher irgendwas vergessen, was wir so erzählen wollten. Wir haben auch viel zu lange die erste Sendung angeschaut und dann die ganze Zeit nur noch Blödsinn gemacht. Ja, aber die erste Sendung, die war auch unglaublich. Da hat ja so gar nichts gestimmt. Ja, und wir haben den Papiero wieder mal gezeigt. Das hat mir wieder eine Woche lang Glückshormone beschert. Das ist doch schön. Irgendwann gibt es so ein Papiero für mich zu Hause. Also, wenn ihr NEC, wenn ihr einen kleinen Jungen aus Germering glücklich machen wollt, dann bitte sendet mir einen Papiero. Er muss nichts können. Es reicht. Das leere Gehäuse würde mir reichen. Ich würde einfach ein MacBook Air reinstecken. Das würde mir reichen. Oh, dort. Ja, ich glaube, viel mehr kann man dazu nicht sagen. 5 Jahre, coole Zeit. Viele Sendungen, ja. Machen wir noch weiter, würde ich sagen. Ja, mittlerweile, ja, schau mal. Hast du die andere, die iPhoto ist auch noch gar nicht heraus. Nee. Ja, die haben mir jetzt so viel vorproduziert, da kann ich ja jetzt für den Rest des Jahres in den Urlaub gehen. No. Ja, das heißt, machen wir mal noch 5 Jahre weiter und dann sind wir hoffentlich Millionäre. Ja, gut. Deal. Deal. Ich habe übrigens hier so einen Finger aufschneiden lassen, damit ich das iPhone bedienen kann. Er ist der Müllmann Mario. Ich habe noch alle. Dass er Nase bohren kann. Er kann einfach keine Feuerbälle mehr mit rechts schießen. Ich schon auch. Mit rechts. Ja, ich schieb's halt mit links. No! Ja, das war's. 5 Jahre Digital Upgrade. Viel Blödsinn gemacht, viel gelernt. Wie sagt man, fünf Jahre älter, kein Tag schlauer. Nicht ganz, aber wir bemühen uns natürlich weiterhin gute Sendungen zu machen, manchmal lustiger, manchmal ein bisschen schlechter. Wir nehmen jede Kritik natürlich zu Herzen, ja, blöd wären wir, aber wir versuchen sie zumindest mal gelesen zu haben. Natürlich können wir es nicht allen recht machen und das wollen wir ja auch gar nicht, denn wir sind ja kein Commerzcast. Man muss schon sagen, wir machen das natürlich hauptsächlich, weil wir Spaß dran haben. Wir verdienen damit nichts oder jetzt inzwischen ein kleines, jetzt dann in Zukunft ein kleines bisschen. Aber wir können davon nicht leben, deswegen ist es halt ein bisschen Hobby von uns und deswegen hoffen wir natürlich, ihr seht uns auch den ein oder anderen verbale Entgleisung nach. Und ja, denkt immer dran, ihr müsst, wir zwingen niemand. Wir zwingen es niemanden anzuschauen, wir knöpfen euch dafür kein Geld. Wobei, ich habe allerdings gehört, dass wir letztens eine Überweisung von Guantanamo, Stützpunkt. Also es kann natürlich schon sein, dass wir auch zu Folterzwecken eingesetzt werden. Du weißt schon, dass wir das nicht sagen durften. Oh. Da haben wir doch mit dem Barack, beim letzten Mal beim Essen haben wir doch uns darauf geeinigt, dass wir das nicht niemandem erzählen. Das streichen wir einfach im Nachhinein raus. Genau, so wie wir das immer machen. Ja, also wie gesagt, habt Spaß dabei, seht es mit einem zwinkernden Auge. Weil mit dem rechten sieht man eh besser. Mit dem zweiten nicht. Mit dem rechten Auge sieht man besser. Mit dem rechten Auge sieht man besser. Ja, jetzt wird's zu bunt. Ja. Und es wird wieder unglaublich heiß. Ist es halb neun? Ist es wirklich halb neun? Da geht meine Uhr falsch. Alter Schwede. Ich hab doch schon so Hunger. Ja, frag mal deswegen. Gut. Dann hören wir jetzt gleich auf. Wir sind Digital Upgrade und ihr wurdet abgegradet. Woohoo! Alter Schwede. Wie lange haben wir denn jetzt aufgenommen bisher? Alter Falter. Das ist wieder eine Sendung. Oh Gott. Oh, Dorte. Und wir hätten noch 10 Stunden Bullshit reden können. Natürlich. Das ist das Schlimmste. Wir brauchen wieder so eine Uhr, dass wir das sehen können. Ja, das wäre wirklich gut. Ich habe auch nicht drauf geachtet. Ja, wo hättest du denn drauf achten wollen? Ja, da auf die Uhr hätte ich schauen können. Nee, die ist viel zu klein. Ja, das ist es. So sieht der Luigi unterm Hut aus, wer sich das gefragt hat. Ja. Der Mario ist wahrscheinlich genauso verschwitzt. Zum Glück haben wir so Wegwerfhandschuhe, dann können wir jetzt ganz Schweiß da rein massieren. Sieht einfach aus, wie wenn die Haare angeklebt werden.
Ich weiß, ich sehe gar nicht, weil ich so. Ich habe kein Headlight, so wie du hier. Sondern irgend so eins, das irgendwo hinleuchtet. Das heißt, meine Haare verschmelzen mit dem Hintergrund. Das einzige, also abgesehen davon, dass 5 Jahre nicht abgerissen sind und ich mein Oberlippenbart abrasieren kann. Erst übermorgen. Erst morgen Abend. Morgen direkt danach. Ja. Bevor ich zum Fußball gehe, mache ich diesen Bart ab. Weil sonst müsste ich mir noch so einen Fukuhila schnell machen, dass ich auch so ja, wie so ein Rudi Völler, so eine Mähne. Oh ja. Ja. Ihr wisst ja noch, um die Kurve zu kriegen, Chuck Norris kennt 2 Rudi Völler. Also Vorsicht. Auf Wiedersehen.